Ich könnte mich an den Raum daran wagen. Oder an den Raum da drüben. Oder mich in den Raum hier reinbuddeln. Als nächstes. Also ja, man merkt, ich meide im Augenblick ganz arg diesen Raum mit den vielen Orks. Ja. Steintruhen gibt es ja leider keine. Nein, es gibt nur die Höllentruhen hier aus... Ja. Höllentruhen haben viel Platz, viel mehr als sie haben sollten, genau. Okay, er klopft sich mit den Gnomen. Einer ist schon mal weg. Mein anderer Krieger kommt nicht rechtzeitig an, um dann auch mitzuhelfen. Aber für ihn hat es jedenfalls für Level 10 gereicht. So, schnappe ich mir meine frische Leiter. Nein, die hätte ich gern hier drin. So. Dass die auch wieder rauskommen. Ne, ich nutze jetzt mal Holz, um hier langsam zuzumachen. Die Lücke hier wenigstens. Ja, und du bist auf bestem Wege, Stufe 5 zu werden. Sehr schön. Da ist noch Gold. Und Laufschuhe. Ja, ja, eine King's Quest abgeschlossen. Also ja, ich... Nee, den Raum kann ich von da aus erreichen. Ich sollte mich vielleicht lieber hier in diesen abseits gelegenen Raum reinbuddeln. Am besten von hier aus. Mhm, so. Da ist noch etwas Gold. Jetzt sind wir fast schon über dem Raum. Nur nicht wieder zu gierig werden, um in den Raum reinzufallen. Ah ja, wir brauchen im Augenblick Gold. Wir sind etwas knapp bei Kasse, muss ich sagen. Und wir wollen ja schon mal die erste Hemford-Verbesserung machen. Ich glaube, ich werde auf jeden Fall wieder 4 Militärzwerge für diese Mission trainieren. Vielleicht sogar 5. Und einen dritten Bergarbeiterzwerg, einen dritten Forscherzwerg. Ja, wir haben viel zu tun. Definitiv viel zu tun. Oh. Da ist Stein. Und ja, ich giere gerade ein bisschen zu auf den Stein. So, Truhen. Da meine Steinvorräte langsam in Richtung Maximum gehen, setze ich schon mal eine Truhe. Wow, ist da viel Stein, ey. Ja, hier ist auch noch an Stein mangelt es uns nicht so leicht. Das heißt, wir könnten theoretisch aus Stein hier 2 große Statuen später hinsetzen im Thronsaal. So, um den Thron zu flankieren. Naja, also links und rechts vom Thron. Mhm.
Ach ja, und aus Eisen könnte ich, da ich ja ein bisschen Eisen gerade über habe, könnte ich so eine aufstellen. So, die macht schon was her. Und den legendären Henkelkrug. So, hier in die Ecke. Und die Gio. Ist da drüber auch ein Digium? Ja, ist es. Was ist mit dem Stein hier? Gut. Ach, wahrscheinlich ist da deswegen das Grabefeld. Ja, jetzt brauche ich mal wieder eine Leiter, dass der Zwerg raus kann. Also da in dem Raum, den wir noch nicht aufgedeckt haben, wo die böse Überraschung auf uns wartet. Das heißt, wir haben wirklich nur noch die Möglichkeit, weiter nach unten oder in die Richtung zu graben. Und ja, hier ist jede Menge Stein. Mal wieder. So, wir können noch eine Kiste setzen. Damit sind schon mal zwei Kisten abgedeckt. Und ja, wir werden noch mehr Kisten brauchen, definitiv. Mehr Kisten oder noch so einen Schrank? Für was haben wir so viel Stein? Genauso die Trophäe. Nein, die... Eigentlich steht die Fackel da nicht im Weg, da steht sie gut, aber die Trophäe, die können wir hier hinstellen. Irgendwann werden wir ja mal wahrscheinlich einen kleineren Tisch haben, da haben wir wieder hier mehr Platz. So, zweite Lagertruhe ist fertig. Oh. Ach nee. Hier ist auch noch Stein. Oh, ich grabe einen Haufen Stein aus. Das gibt's ja nicht. Weil so ein großer Steinschrank bringt mehr als zwei kleine, definitiv. Oh, und du bist bereit, mein zweiter Gelehrter zu werden. Yay. Das heißt noch Schlosserei und dann fangen wir mit den Level 2 Sachen an. Hauptsächlich würde ich gern erstmal auf Plattenpanzer gehen. Und du bist da falsch. Ja gut, ich fließe mal das Labor. Oh, wir haben... Was haben wir entdeckt? Achso, ein Raum mit einem weißen und einem normalen Maulwurf. Ziemlich viel Turmalin und anderem Zeug. Ja, das ist ein weiterer kleiner Maulwurfsbau. Das ist gut. Mit Maulwürfen komme ich zurecht. So. So, und der zweite Maulwurf noch weg. Hier ist nichts mehr drin und das müsste der letzte Stein hier gewesen sein. Ja.
Jetzt ist halt die Frage, das... nein, hier buddel ich mich sicherlich nicht rein. Das ist fast schon ein ungutes Gefühl, dass ich unter meinem Thronsaal rumbuddel und ein riesengroßes Loch und eine riesengroße Sicherheitslücke reinbuddel. Aber hey, was muss, das muss. Da ist ja noch mehr Stein. Ernsthaft. Und da ist Marmor drunter. Hey. Ne, halt. Jetzt ist es schon zu spät. Okay. Oh nein, 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 nein. Das lasst ihr schön bleiben. Ihr könnt den Rest aber ausbuddeln. Und hier drüben... hierum auch erstmal nicht. So, jetzt gehen wir in Richtung Plattenpanzer erstmal. Jede Menge Stein. Das bedeutet, wir können... Also erstmal baue ich da den zweiten Block auf. Und dann baue ich mal meine erste Steinstatue. Das sind Steinsäulen. Die sind zwar auch sehr dekorativ, machen aber nur was her, wenn wir einen 3-Block-Kronenraum haben. Nein. Ich nehme lieber hier die Statue. So. Das gibt ordentlich Zufriedenheit. Und ja. Ach so, das nehme ich mal kurz weg. Das Turmalin nicht. Das Gold hier kann ich noch nehmen. Die größte Basis. Das wird wahrscheinlich am herausforderndsten sein. So. Ja, noch mehr, noch viel, viel mehr Stein. Aber hey, unsere erste Statue ist fertig. Und da ist die Wand fertig. Gut. Ich glaube, als nächstes sichere ich da den Thronsaal ab. Ne, drei Wände. Hier fehlen noch die Wände hier im Labor. So. Und fertig. Jawohl, das Labor ist schön eingerichtet. Alles andere ist auch schön eingerichtet. Oh, Turmalin. Und eine Leiter der Freiheit. Nicht ganz so, wie ich sie gewollt habe, aber es klappt. Ja, der Stein hier ist verlockend. Den nehmen wir allerdings erstmal nicht mit. Dafür nehmen wir das Eisen hier. Und jo. Raus aus dem Loch. Dann können wir auch das hier wieder verkaufen. Also schnell muss er wahrscheinlich nicht mehr in das Loch da rein. Ja, und hier wäre noch mehr Gold. Das fuchst mich jetzt ein bisschen. Ich glaube, ich speichere mal.